wohnte und tüftelte damals als in Schandorf geborener Schwabe in meinem Gewächshaus in Bad Cannstatt. Eigentlich ging es mir bei dem Reitwagen nur darum, die Leistungsfähigkeit meines für damalige Verhältnisse kleinen und leichten Motors, den ich zusammen mit meinem Konstrukteur Wilhelm Maybach geschaffen habe, zum Laufen zu bringen. Zu meiner Überraschung wurde mein Reitwagen zum Vorbild und Anfang für das Motorrad.